Hallo Ute, Hallo Sarah. herzlich willkommen zu einer neuen Grundrissshow. Du hast heute etwas Spezielleres für uns dabei. Und zwar hatten die Bauherren hier einen sehr strengen Bebauungsplan. Und du kannst uns ja nochmal einen kleinen Überblick geben, bevor wir dann in die Planung reinspringen, was es hier für Randbedingungen gab, und was es hier für Vorgaben auch im Bebauungsplan gab und Vorschriften. Genau. Wir stellen heute eine Doppelhaushälfte vor. An einem Eckgrundstück, tatsächlich auch an einer Straße. Der Bebauungsplan hat tatsächlich auch eine sehr spezielle Form, wo wir dann das Haus entsprechend anpassen mussten. Das Haus hat 150 Quadratmeter Wohnfläche, inklusive oder zusätzlich eine Vollunterkellerung haben wir, genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal an, wie du damit umgegangen bist mit den Vorschriften und Vorgaben. Und ja, bis gleich. A Better Place. So, hier lässt sich schon mal ein bisschen ahnen, was hier so die Besonderheit war, eben von dem Grundstück, was du gerade erzählt hast. Wir haben hier eine kleine Ecke im Haus drinnen sozusagen. Ja, wir mussten da so ein bisschen was abschrägen, richtig, weil tatsächlich so das Baufenster war oder ist. Und das haben wir natürlich darauf Einfluss nehmen müssen, was sich natürlich dann im ganzen Grundriss widerspiegelt. Das ist jetzt so ein bisschen die Seite Hauseingang und Küche. Ja, und was besonders hier dann auch noch war, dass zur Straße hin dann auch die Terrasse geplant werden musste. Also ist alles so ein bisschen anders von der Ausrichtung, wie vielleicht sich manch einer das immer wünscht. Ja, aber heutzutage, je nachdem, was man für ein Grundstück erwirbt, muss man halt auf diese Dinge Einfluss nehmen. Auf Und jeden Fall, so so ist es. wird dann der Grundriss entsprechend angepasst. Genau, dann schauen wir uns doch gleich mal im Grundriss an. Genau, wie du gerade schon sagtest, hier befindet sich die Straße und hier wurde dann auch die Terrasse geplant, zur Straße hin. Genau. Eingangsbereich liegt dann auf der Eingangsbereich liegt Seite. auf der Seite, genau, weil man natürlich alles andere tatsächlich möglichst großzügig als Terrasse planen möchte. Und hier sieht man jetzt auch schon so ein bisschen, das Baufenster war relativ klein und das spiegelt sich dann schon so ein bisschen wider. Musste hier nochmal zusätzlich ein Arbeitszimmer im Erdgeschoss unterbekommen. Das geht dann natürlich zu Lasten von irgendwelchen Flächen und in dem Fall war es die Diele, die wir jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen kleiner geplant haben. Trotzdem mit integrierter Garderobe. Aber natürlich alles so ein bisschen kompakter, ja, als sonst gerne in Planungen. Aber das ist halt bei Doppelhäusern oder auch Reihenendhäusern, Reihenmittelhäusern, ist ja alles ähnlich. Muss man natürlich auf diese Gegebenheiten einfach achten und entsprechend darauf reagieren. Ja, also im Erdgeschossbereich am Eingang direkt das Arbeitszimmer gegenüber das Duschbad. Und dann war hier Wunsch der Bauherren, dass die Treppe nicht im Wohnraum als Gestaltungselement auftauchen soll, sondern tatsächlich im Dielenbereich als Zugang ins Dachgeschoss, ins Kellergeschoss dient und eben nicht mit dem Wohnraum in irgendeiner Form konfrontiert wird. Genau. Auch eine super platzsparende Variante hier von der Das Treppe ist jetzt die relativ ausgewählt. platzsparende Variante einer halb gewendelten Treppe. Richtig, da auch immer wichtig, dass sie entsprechend breit geplant wird, dass man sie auch gut begehen kann. Ja, und dann haben wir die Diele auch mit einer Tür zum Wohn- und Essbereich nochmal so ein bisschen separiert. Hier kommt man dann durch den Wohnbereich, Essbereich, dann erst in die Küche, sind natürlich lange Wege. Aber hier auch den Bebauungsplan zu verschulden ein bisschen, weil man hier eben diese Abschrägung hat. Und jetzt wäre jetzt hier auch kein anderer Raum so wirklich möglich gewesen. Ja, das ist einmal dem Bebauungsplan geschuldet, zum anderen natürlich der Ausrichtung des Grundstücks geschuldet. Also wir haben jetzt hier oben bei der Küche tatsächlich Nordseite, und unten im Terrassenbereich ist die Südseite. Wenn ich da jetzt direkt mit der Küche begonnen hätte, dann habe ich natürlich Esswohnbereich auf der Nordseite geplant, was natürlich im Regelfall der Kunde nicht haben möchte. Und deshalb, irgendeinen Kompromiss muss man dann immer gehen. In dem Fall war es jetzt halt der relativ weite Weg vom Hauseingang bis zur Küche, genau. Ja, und um die Küche einigermaßen vernünftig, sagen wir mal, mit Normküchenmöbeln zu bestücken, haben wir jetzt hier dieses spitz zulaufende Eck mit einer Abstellkammer versorgt, sodass man da halt tatsächlich ganz normal dass der Küchenplaner da ganz normal planen konnte, genau. Okay.
Hier haben wir dann auch nochmal eine kleine Sitzbank. Ja. Auch hier kann man zum Beispiel auch den Esstisch mit der Sitzbank dann nochmal erweitern, wenn es wirklich genau die Sitzhöhe hat, die ja Sitzbank. Genau. Genau. Auch so ein bisschen als Highlight einfach, weil es auch die Nordseite ist, dass mhm man da einfach so ein bisschen einen Eyecatcher nochmal hat. Weil ansonsten spielt sich hier tatsächlich alles im Wohnbereich ja ab und Richtung Terrasse dann. Genau. Ja, auch wirklich super großzügig. Ja. Ne? Ja, das ist ein sehr großzügiger Bereich. Essen, Wohnen hat 41 Quadratmeter. Natürlich kriege ich Licht nur von der Nord- und von der Südseite. Ne? Seitlich ja fällt in dem Fall wirklich total aus. Ja, und da muss man dann entsprechend reagieren und so auch erledigt im Wohnbereich mit dem großzügigen, dreiteiligen mhm Element, Bodentiefenelement natürlich, sodass ich tatsächlich auch die Räume vernünftig belichten und belüften mhm kann. Ja. Hier haben wir jetzt mal kein Schiebeelement, war einfach Kundenwunsch. Mhm. Ist hier jetzt aber auch tatsächlich gar nicht so schlimm, weil der Raum so großzügig ist, dass mich diese Öffnungsflügel auch nicht stören bei der Möblierung. Ja, ja. Genau. Genau. Dann Terrasse noch mal ein bisschen hier durch die vorgezogene Wand. Genau, die Scheibe, Wandscheibe nochmal nach vorne einfach gezogen. Das war auch Wunsch der Bauherren, dass man hier so ein bisschen geschützten Bereich sich schafft. Zum Nachbarn hin nochmal einfach seinen eigenen privaten Freisitz optisch nochmal verlängert. Mhm. Zum Teil ist es auch überdacht. Das sieht man nachher mhm nochmal in der einen Perspektive dann nochmal. Mhm. Ja. Genau, dann gehen wir gleich mal ins Obergeschoss. Ja, da haben wir genau dieselbe Hausform. Mhm. Auch wieder das schöne Eck und da haben wir das Badezimmer untergebracht. Jetzt sieht man hier anhand der Quadratmeter, es ist ein relativ großes Badezimmer, mhm, hat aber durch die spezielle Form natürlich nicht die volle Fläche auch zur Ausnutzung zur Verfügung. Mhm. Ja. Das war tatsächlich auch nicht ganz einfach, bis wir da das Ideal gefunden haben, ja, was man denn wie haben möchte. Ja. Aber es geht dann schon, aber ja, man muss einfach auf diese Vorgaben Einfluss nehmen und muss halt versuchen, dass man das Beste draus macht. Mhm. Genau. Aber auch gut gelöst hier. Wir haben eine Badewanne, Dusche, ja, WC. Alles da. Es ist wirklich alles da. Mhm. Und hier auch belüftet, das WC. Genau, sozusagen. Wir haben zwei Fenster ja hier in dem Badezimmer. Ja. Mhm. Passt soweit, genau. Dann auch hier ganz wichtig, wir haben ein bodentiefes Element im Flurbereich mhm vorgesehen, dass der Flur einfach hell wird, mhm, weil das ist halt gerne die Krux bei Doppelhäusern, dass man gerne einen dunklen Flurbereich im Obergeschoss hat. Ja. Und durch dieses Element, weil die Räume sind ja groß genug, sieht man ja auch, haben wir natürlich die Möglichkeit, diesen Flur hier mhm oben zu belichten, was es einfach wieder großzügiger mhm wirken lässt. Das ist dann schon schöner auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall, ja. Hier haben wir noch zwei relativ gleich große Kinderzimmer. Mhm. Und wir sehen es hier schon mal ein bisschen eingezeichnet. Haben wir hier noch eine Gaube. Eine Flachdachgaube eine drauf, Flachdachgaube, richtig. Ja. Ist ein bisschen dem Kniestock geschuldet, mhm, auch mit der Vorgabe Bebauungsplan. Der Kniestock, das war eine Vorgabe, wo ich keine draufseitigen Fassadenfenster mhm mehr unterbringe, inklusive Rollokasten. Das hätte nicht funktioniert. Und dann muss ich natürlich schauen, wie ich in irgendeiner Form die Räume vernünftig nutzbar mache. Und auch von der Belichtung her. Also natürlich wären Dachflächenfenster möglich gewesen, finde ich jetzt persönlich bei Kinderzimmerfenstern nie so schön. Also im mhm Bereich der Gebäudetrennwand wäre tatsächlich nur ein Dachflächenfenster möglich gewesen. Dann guckt ein Kind natürlich immer in den Himmel. Mhm. Ja, ist nicht so schön. Kann man machen beim Schlafzimmer, beim Badezimmer. Da kann man sowas machen. Da geht es um Belichtung, Belüftung und nicht unbedingt, dass ich rausschauen möchte. Oder zusätzlich dann noch zu einem. Oder zusätzlich geht immer, genau. Ja. Aber bei einem Kinderzimmer, ein Kind möchte gerne rausschauen können. Und dann mhm finde ich tatsächlich ein Fassadenfenster eigentlich schon ein Muss. Ja, und das haben wir hier erledigt mit der Flachdachgaube, wo wir vernünftig große Fenster einplanen konnten. Und der Raum lässt sich dadurch natürlich auch noch mal ein bisschen besser nutzen. Besser in nutzen, dem Bereich. Variabler möblieren, mhm, genau. Das ist dann ja halt deutlich angenehmer, genau. Das Gleiche haben wir im Schlafzimmer, mhm, da haben wir auch eine Gaube drauf. Da hätte man tatsächlich drauf verzichten können, aber mhm der Bauherr hatte diesen Wunsch, dass eben die Gaube auch auf die Seite drauf kommt. Mhm. Ja, schön, dass man dann wirklich das nochmal aufnimmt, genau, sozusagen, auch genau für die Außengestaltung vom mhm Haus dann. Ja, und das ist jetzt ein sehr, sehr großzügiges Schlafzimmer mhm mit zusätzlicher Ankleide. Da ist natürlich die Möglichkeit, da kann man noch einen Schreibtisch reinstellen, wenn man so ein bisschen Homeoffice machen möchte, da ist tatsächlich Platz genug. Mhm. Ne? Da hat man deutlich Spielraum, diesen Riesenraum noch anderweitig zu nutzen, richtig. Auf jeden Fall. Ja. Dann
Vollunterkellerung? Ja, Vollunterkellerung, klassisch Keller wirklich, also Kellerlagerräume, Abstellräume. Eine Werkstatt war gewünscht, haben wir wieder in unserem schrägen Eck untergebracht, genau. Und halt klassisch der Technikraum mit Waschmaschine, Trockner dann, was man halt so braucht. Mhm. Ja. Was muss ich beim Doppelhaus beachten, wenn ich mit Keller baue oder mit Bodenplatte? Also wenn der Nachbar schon steht, dann ist es relativ einfach, dann kann man natürlich mit der Bodenplatte problemlos dran bauen. Ja. Wenn noch nichts steht, sollte man an der gemeinsamen Grenze entsprechend tiefe Fundamentierung vorsehen, dass der Nachbar tatsächlich auch mit Keller bauen kann. Also wenn ich mit Bodenplatte bauen möchte, sollte ich tatsächlich hier eine Gründung entsprechend tief vorsehen, dass der Nachbar dann auch seinen Keller realisieren kann. Okay. Genau, sonst ist die unschöne Nachbarschaft schon vorprogrammiert. Ja. Das ist ja bei vielen dann immer so ein Thema. Genau. Genau. So. Ja, das ist die Südansicht. Oder Perspektive. Ein bisschen rein. Ja, ja. Genau. Also hier hätten wir dann den potenziellen Nachbarn. Richtig. Genau. Genau. Und hier auch der Schutz zur eigenen Terrasse, dass man wirklich auch nochmal seinen privaten Bereich hat. Mhm. Wenn ich dann den Nachbarn sehen möchte, kann ich einfach hier vorlaufen. Genau, dann gehe ich den Meter vor. Ansonsten sieht man hier jetzt sehr schön, dass natürlich bei so einer relativ großzügigen Überdachung die Gartenmöbel einfach stehen bleiben können. Ja, die sind halt einfach wettergeschützt. Ja. Lange und früh auch im Frühling dann wieder nutzbar. So ist es. Man kann relativ lange seine Terrasse nutzen durch den Schutz. Ja, auch wenn es mal noch schön warm ist und es regnet leicht, kann man das natürlich super nutzen. Mhm. Also das hat schon immer seinen Charme. Natürlich sieht man auch hier wieder den Schattenschlag, dass es natürlich Licht nimmt. Ja? Deshalb ist es dann auch ganz wichtig, dass man so diese Glasflächen einfach so ein bisschen überdimensioniert, dass die Belichtung nach innen trotzdem gewährleistet bleibt. Ja. Ich glaube, ich habe es schon mal in deinen anderen Planungen gesehen. Man könnte ja hier theoretisch dann auch noch Lichtkuppeln einplanen im Flachdachbereich. Ja, genau. Dann hätte ich hier auch noch mal ein bisschen mehr Belichtung hier für das Wohn-Esszimmer. Richtig. Muss man nur an die Reinigung, wie immer, denken. Ja, wobei in dem Fall geht es ja jetzt, da kann ich tatsächlich auf dieses Flachdach drauf, relativ problemlos. Oder könnt ihr jetzt hier sogar vom Kinderzimmerfenster raussteigen. Also das würde gehen. Mhm. Aber natürlich, das ist immer eine Möglichkeit, wie ich mir Licht in den Terrassenbereich nochmal zusätzlich hole, wenn ich das möchte. Ja, genau. Hier dann auch nochmal schön Flachdachgaube zu sehen, dass wir wirklich hier super gut noch eine Standhöhe hinbekommen haben. Volle Geschosshöhe habe ich in dem Bereich, genau. Und ansonsten wäre natürlich hier Schluss gewesen. Ja. Und da sieht man auch, dass ein normales Fassadenfenster einfach nicht reingepasst hätte. Ja, also schauen wir jetzt mal hier, wenn wir quasi hier die Linie ziehen würden. Ja. Da ist man sehr eingeschränkt. Ja, ist man sehr eingeschränkt, wären einfach nur Dachflächenfenster gegangen. Und hattest du ja vorhin schon eingehend gesagt, dass Kinder ja auch gerne in den Garten vielleicht nach draußen schauen. Ja, zur Straße hin einfach. Hier. Genau, da ist jetzt tatsächlich Garten und Straße dieselbe Richtung, aber Kinder möchten schon gerne rausschauen. Ja. Das ist einfach aus Erfahrung, das ist so. Also wenn man mit den Bauherren spricht, ist das immer ganz wichtig. Und ja, also ungern plane ich Dachflächenfenster, reine Dachflächenfenster für Kinderzimmer. Okay, dann vielen Dank für die Planung. Sehr gerne. Wenn ihr euer Haus auch von Ute planen lassen wollt, dann schaut unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Grundriss, Ute. Bis bald.